Ich habe es euch versprochen. Das nächste Turniervideo werde ich gewinnen. Ja, ich hoffe, das tun wir jetzt auch. In der ersten Runde gab es bereits 2 Tore nach nicht mal einer Minute. Und hier mache ich einen Aerial, den ich eigentlich viel zu früh ansetze. Warum gehe ich da so früh hoch? Naja, zum Glück ist er trotzdem drin. Das heißt, wir gehen 2:1 in Führung. Und dann macht der Gegner, naja... Nein, 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 nein! Okay, was soll das denn? Und wie ihr vielleicht wisst, ich habe unangenehme Schüsse geübt. Deswegen bekomme ich diesen Ball hier auch aus diesem Winkel geschmeidig ins Tor. Und damit war die erste Runde schon gewonnen. Aber die 2. Runde sollte toxisch werden. Hier bin ich eigentlich open net, aber ich habe keinen Boost mehr. Und der Gegner macht das so clever. Er unterfährt mich. Keine Chance mehr für mich, an den Ball ranzukommen. Aber die Bumps sollten noch unfassbar interessant werden. Wir liegen auch, by the way, 1:0 hinten. Aber der Gegner spielt den Ball mir super in die Füße. Schöner 50. Und das Open Net lasse ich mir nicht entgehen. 1:1. Und jetzt beginnt das Demo-Fest. Ich sehe, Defi ist hier durch. Ich muss den Typen im Tor nur noch rammen, damit Defi... Oh, er macht einen Squishy-Safe. Super nice gemacht. Und anstatt ihn zu dämmen, dämmt er jetzt mich. Und jetzt gleich auch noch Defi hinterher. Und ich habe nicht genügend Boost, um den 50 zu gewinnen. Und sie schreiben auch total zerstört. Also führen sie 3:1. Und das hier spiele ich super riskant. Ich warte auf den Drop, während der Typ in der Luft ist und den Ball eigentlich treffen müsste. So sind wir halt open und der Ball ist drin. Nur noch 2:3. Und nach diesem missglückten Schuss wollte ich ein bisschen aggressiver werden. Ich demo ihn hier wirklich aus Versehen. Dachte mir aber, okay, wenn du den ersten demos, kannst du auch den zweiten mitnehmen. Das reicht, um ihn zu verunsichern. Ball ist drin, 3:3. Und jetzt wurden die Gegner auch noch toxisch, weil die für diesen Ball hier nicht ins Tor bringen kann, sondern eben nur an den Pfosten. Deswegen schreiben sie guter Schuss. Und ich denke, der Ball ist jetzt drin. Deswegen schreibe ich schon Pre. Danke. Aber nein, auch nur Pfosten. Und dann in der Overtime beim Stand von 3:3 wurde ich auch nochmal ein bisschen toxisch, weil der Gegner den Ball hier nicht gut toucht. Schreibe ich jetzt Pre. Guter Schuss, weil ich sehe, der Ball geht rein. Und ich schwöre, was für eine Parade habe ich nicht schreiben wollen. Okay, Defi, ich glaube, Defi wollte das schon schreiben, aber ich nicht. Und somit gewinnen wir auch Runde Nummer 2. Und natürlich sollte es auch Demos in Runde Nummer 3 geben. Hier ein super klassisches 2v1. Ich springe sogar noch nach oben, aber keine Chance. Guter Schuss. Und hier konnte ich schon wieder erkennen, dass Defi jetzt durchfahren kann. Deswegen fahre ich auch hier nochmal ganz großzügig auf den Demo. Und jetzt bekomme ich ihn hin. Double Demo, aber Ball ist drin. 1:1. Und nachdem wir sogar 2:1 in Führung gehen konnten, haue ich hier einen ziemlich cleanen Flick raus, wie ich finde, und entscheide die Runde 3:1. Und somit konnten wir auch diese Runde gewinnen und deswegen sind wir jetzt im Halbfinale. Und wie ihr sehen könnt, das hier ist bereits Runde 2 von 3, weil die erste Runde haben wir leider verloren. Ich war grauenvoll. Ich habe nur 200 Punkte geholt. Ich habe gar nicht teilgenommen an diesem Spiel. Manchmal ist einfach so ein bisschen irgendwie... Der Wurm drin. Der Ball kommt auch schon wieder gefährlich. Das ist gar nicht gut. Die Gegner haben wahrscheinlich noch ein bisschen Moment zum... Oh, was für ein Save. Ich dachte zuerst, Defi geht da drauf, aber ich bin auch viel zu langsam. Und genau da sind wir auch beim Thema. Denn das Video heute wird auch ein bisschen unangenehm für mich. Ich habe jetzt versucht, jedes Turnier zu spielen. Heißt 17 Uhr und 21 Uhr. Auch da, ich warte viel zu lange. Ich habe 4 Tage lang versucht, jedes Turnier mitzunehmen. Und das da ist das Einzige, was wir jetzt halbwegs hoffentlich ganz gut machen werden. Zumindest sind wir im Halbfinale. Vielleicht erreichen wir das Finale noch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin aktuell richtig schlecht. Und ich möchte euch... Ist der Ball drin? Nope. Ich möchte euch mal mit an die Hand geben. Es ist vollkommen okay, schlecht zu sein. Du musst nicht jeden Tag... Jede Woche, jeden Monat, unfassbar perf... Dom, spiel so einen Ball niemals in die Mitte. Ist der drin? Ist der drin? Noch nicht! Ich bekomme ihn nicht gerammt. Ist der drin? Oh, oh wie... Oh Gott. Das RLCS-Bundle gibt's ab jetzt im Rocket League Shop. Hol dir also die Credits bei meinem Partner RL.exchange. Denn dort kosten 2000 Credits nur knapp 10 Euro. Und natürlich gibt's dort auch alle anderen Decals und Items. Code ANYARD eintragen, um nochmal 3% auf alles zu sparen und um mich maximal zu supporten. Vielen lieben Dank. Ja, oh Gott. Okay, also... Ihr merkt es vielleicht selber, ich schaffe es aktuell, nicht eine richtige Entscheidung zu treffen. Alle, ist der Ball drin, dankeschön, Defi. Alle Entscheidungen, die ich treffe, sind vollkommen falsch. Aber woran liegt das? Ich kann es euch ganz einfach erklären. Ihr wisst vielleicht, in den letzten paar Runden und Folgen habe ich ein paar nice Flicks geschafft, sogar Flip-Resets und vieles, vieles mehr. Das heißt, ich werde irgendwo besser. Und besser zu werden, heißt manchmal auch einen kleinen Rückschritt zu haben. Weil ich mich... Was machst du? Oh Gott, diese Bälle. Weil ich mich darauf eben auch fokussiere, Sachen jetzt ein bisschen krasser zu machen. Wie zum Beispiel mal ein Aerial zu machen, obwohl gar keiner notwendig wäre. Oder halt
auch viel zu langsam am Ball zu sein. Weil ich eben generell durch die letzten Tage, durch die letzten Turniere, generell nicht mehr confident genug bin. Auch der Ball war schlecht. Defi ist da, Ball ist nicht drin. Schade, wir sind open. Ja, ich glaube, da Defi overcommitted. Aber es war auch wirklich richtig scheiße von mir. Aber auf jeden Fall möchte ich darauf hinaus, es ist vollkommen normal, wenn du irgendwann denkst, oh, ich werde jetzt stärker und dann aber in ein Loch fällst. Es ist normal. Und genau deswegen mache ich jetzt das Video hier, weil ich... Jeder 50 geht nicht für mich. Jeder Ball kommt blöd. Immer entscheide ich mich falsch. Aber das ist wichtig. Das auch mal hier auf Kamera zu haben. Ich gehe nach oben, Defi deckt unten ab. Das ist okay. Das war so gewollt. Ich wollte oben abdecken, sodass Defi, wenn er den Ball nicht oben toucht, immerhin unten haben kann. Das macht man normalerweise so. Kommt nochmal gut rein, der Ball, aber nicht on target. Schade. Aber ihr merkt vielleicht selber... Nicht mal Dämon kann ich. Nicht mal das bekomme ich heute irgendwie hin. Also, was ist jetzt mein nächster Schritt? Ich weiß, ich bin besser geworden in vielen Aspekten in diesem Spiel. Aber ich bekomme es jetzt nicht unter einen Hut, alles zusammen zu fusionieren. Oh, der Ball ist gut aber von mir gespielt. Das heißt, ich muss erstmal ein bisschen runterfahren wieder. Oh, der ist gut, der Ball. Oh, doch nicht. Nochmal rein, Defi? Ja, komme ich aber nicht dran. Also Ich weiß nicht. Ich kann ihn nicht... Ich bekomme ihn nicht gebannt. Das kann doch nicht sein. Oh, ist es nicht... Ist aber, Ball ist nicht drin. Okay, natürlich nicht. Wir liegen 1-2 hinten, by the way, ne? Habe ich aber nochmal den Ball... Jetzt ist er drin, oder? Der Ball ist wirklich drin. Und ich bin tot. Ist vollkommen okay. Ball ist drin. Ich fange hier wirklich gerade an zu schwitzen. Und ich schwöre euch, mir geht es gar nicht gut. Aber es ist einfach so, man muss manchmal auch solche Runden hochladen. Also ich zumindest. Ich möchte euch auch mal sowas hier hochladen, weil ich habe so viel Lob kassiert in den letzten Folgen. Alle sagen, boah, du hast dich so verbessert. Du hast so geile Flip-Resets rausgehauen. Du spielst echt besser. Warum follow ich ihn da und warum nehme ich den Boost nicht mit? Aber ich möchte euch auch zeigen, es gibt auch andere Momente. Und die Runden sind auch schon ein bisschen älter, von vor einer Woche circa. Und ich habe jetzt halt versucht, irgendwie... Schön Passing Play? Oh ja! Oh nein! Ich habe versucht, halt jetzt irgendwie ein Turnier aufzunehmen. Aber ich habe keins hinbekommen, weil irgendwie... Es kam eins zum anderen... Und wenn du halt irgendwie einmal schlecht spielst, dann spielst du nochmal schlecht und spielst nochmal schlecht und irgendwann bist du halt komplett lost in diesem Spiel. Und das liegt halt daran, wenn man halt generell kein Momentum hat und zweitens, wenn man eben neue Sachen lernt, die man ausprobieren möchte und die halt nicht klappen, dann ist man generell einfach irgendwie, ich sag mal, scheiße in diesem Spiel. Das ist ganz, ganz normal und das möchte ich euch halt eben auch mal vermitteln. Es ist vollkommen okay. Es ist vollkommen okay, auch mal scheiße zu sein. Und da kommt man auch wieder raus. Aber ich glaube, ich brauche mal 2-3 Tage Rocket League Pause. Wir gehen in Backflip. Einfach mal einen Backflip machen, ist auch okay. Wir gehen rein in die Overtime. Wenn wir diese Runde jetzt gewinnen sollten, sind wir in Spiel Nummer 3 und somit die Chance auf... Nein. Auf das Finale. Wir müssen aber diese Runde gewinnen. Ich habe keinen Boost. Aber auch da treffe ich wieder keine guten Entscheidungen. Der ist drin, oder? Oh, ich bin abgerutscht vom Controller. Okay, aber alles ist gut. Oh. Aua. Ich ramme ihn weg. Ja, Defi? Ich mach okay. Ich mach... Was tue ich denn da? Hab ihn gerammt. Wir machen ihn bitte einfach nur rein. Bitte. Bitte. Oh. Ja. Oh mein Gott. Aber... Ihr seht selber, ich spiele richtig schlecht und das ist auch gut so. Runde 3 haben wir gewonnen und die will ich euch wirklich nicht zeigen. Aber die Glocke auf YouTube, die will ich euch zeigen. Gerne aktivieren. Danke für euren Support.